Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play As Dusk Falls. Ja, nachdem wir uns hier im letzten Part als Doppelagent etabliert haben und mit einem kleinen Pager ausgestattet wurden vom Sheriff höchstpersönlich, haben wir uns zuletzt ebenfalls daran gemacht, ein wenig mehr das Stockholm-Syndrom zu entwickeln und uns mit unseren Entführern oder Geiselnehmern anzufreunden. Was allerdings auch noch nicht so ganz rund läuft, denn wie man hier grob schon in den Silhouetten sehen kann, haben Paul mit dem niedrigen Blutzucker und die andere Olle keine Pizza abbekommen, genauso wenig wie unsere Tochter und auch unsere Frau nicht. Ja, dafür haben wir Opa gehen lassen, der uns dann gestanden hat, dass er gar keinen Tumor hat. Danke dafür. Ja, und wir haben natürlich auch keine Pizza abbekommen, weil ich die Verhandlungen nicht gut genug geführt habe, aber ist ja egal. Wir sehen mal, wie es weitergeht. Telefon. Habt ihr mein Heli? Yep, hab ihn. Die Flugaufsicht lässt euch von Mexicali bis El Paso fliegen. Aber bevor ich die Landung autorisiere, will ich was wissen. Warum habt ihr mein Haus ausgesucht? Sag's mir ins Gesicht, draußen. Sonst kein Deal. Was will der? Ist das eine Falle? Wahrscheinlich. Vielleicht. Aber jetzt müssen wir sein Spiel spielen. Ich könnte ja gehen. Ich habe ihm einiges zu sagen. Nein, ich habe Ma gesagt, ich pass auf dich auf. Schon gut. Ich bin heute ein großer Junge. Ein krummes Ding. Und die Geiseln sind dran. Alles gut. Ihr habt mein Wort. Pizzabote. Wir machen einen Spaziergang. Wir wissen ja, dass wir auf dieses Wort eventuell nicht alles geben sollten. Sag Dante, er soll uns endlich hier rausholen. Nein, ich habe das Stockholm-Syndrom. Ich kann da nichts für. Ich muss mich mit meinen Entführern anfreunden. Musst du so fest zupacken. Jetzt spürst du. Nicht meine Schuld, dass du so fett bist. Och. Ich komme raus. Ich wollte gerade sagen, dann spürt er wenigstens noch, dass er lebt, wenn er merkt, wie es am Hals puckert. Aber hier gleich mit dem Fettshaming, das finde ich nicht gut. Übrigens, hier, Leute, mein Einladungscode, falls ihr noch dazukommen möchtet. Verdammt. Aber gut, der ist ja schon wieder anders. Ich will endlich an einem Strand liegen. Normales Essen, Tequila schlürfen. Du schaffst das oder du spinnst. Hier, Stockholm-Syndrom. Du hast es fast geschafft. Behalte einen kühlen Kopf. Das stimmt. Kühler Kopf. Du klingst wie Tyler. Der ist ein bisschen der Heißsporn hier, ne? Der kommt zurück. Der Typ. Wären wir doch lieber der andere gegangen. Dale Holt. Ich hatte deinen Bruder erwartet. Fröhliche Scheiß-Weihnachten. Vince. Dachte nicht, dass ich sie so schnell wiedersehe. Ja, ich habe das Stockholm-Syndrom und bin eine Vorzeigegeisel, weil ich alles mit mir machen lasse. Weißt du... Bis heute warst du ein kleiner Wicht. Dieser blöde Überfall vor ein paar Sommern. Ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt sieh dich an. Ihr Jungs habt euch echt einen Namen gemacht. Ich setz noch einen drauf, Arschloch. Hab in deine Limo gepisst. Oh, jetzt wird er böse. Ach, egal. Ich glaube, du hast da was, das mir gehört. Ja. Die Kohle. Nicht die Kohle. Mein schwarzes Buch. Wo ist es? Wovon redest du da? Spiel keine Spielchen. Ein Schritt näher und ich puste ihm die scheiß Birne weg. Sag mir, wo es ist. Ich sagte doch, ich habe keine Ahnung, was du da laberst. Ganz wie du willst. Oh. Dale? Oh shit, das könnte auch uns treffen. Ah. Nee, wir warnen ihn. Schütze! Verdammt, mach den Gold! Aber ich bin eine Geisel! Ich hab nur Stockholm, das ist eine Krankheit! Nein, Dale, hör auf zu schießen! Vor allem mit dieser abgesägten Schrotflinte, die hat doch gar nicht so eine Reichweite. Also das Beste, was er jetzt... Und die streut ja. Das Beste, was er jetzt getroffen hätte, wären wir beide gewesen. Los! Ach, das sind Profis, die Jungs.
Wieso rennt der eigentlich mit? Oh, der ist so eine Geisel. Gott. Da ist ein Scharfschütze auf dem Wasserturm. Wir kriegen kein Heli, oder? Ich hab mal eine Fachfrage. Wieso haben so eine Scharfschützenvisiere, also wieso, Scharfschützenvisiere-Gewehre, wieso haben die eigentlich, also, obwohl das ist ja nicht am Visier, das ist ja dann so ein extra Laserpointer, der da dran ist, ne? Aber wieso haben die Scharfschützengewehre in Filmen immer, oder auch in so einem Spiel, immer dann so eine schönen Laserpointer, damit du auch, ja, siehst, oh, hier ist irgendwo ein Scharfschütze, der auf mich zielt. Wäre das nicht einfacher, wenn sie das nicht hätten? Dann wäre das viel, viel sneakier, ja? Aber gut, dann muss es eben so sein. Vince. Wegen des dramatischen Effekts. Schon okay. Mir geht's gut. Juhu, wir leben alle noch. Wir sind eine Familie und mein Pager vibriert. Mhm. Hand in Hand. Jetzt kommt's. Der Sheriff wird uns hassen. Aber das Buch hab ich ja. Das habe ich herausgeklaut aus der Tasche, ne? Das war letztes Mal so ein bisschen undeutlich. Also wir haben da rumgefummelt. Aha. Finde das Buch oder es gibt Tote. Du hast 30 Minuten. Ja, der Sheriff ist halt ein ganz besonderes Schneckchen, ne? Wir hatten schon Recht auf Paul zum Beispiel zu hören, der sagt, das ist sein Cousin oder was war das nochmal? Ja. Dem Sheriff hier ist nicht gut Kirschen essen. Und wir sind in Arizona. Sieht man hinten, also sah man gerade hinten noch an den Flyern. Jetzt guck doch nicht so, gib lieber noch ein Stück Pizza. Da hinten ist übrigens ein Pokéball gewesen, ne? Hinter Jay. Zusammenfassung von Fortuna. Wert, Ehrlichkeit, spricht frei heraus und erwartet das auch von anderen. Ja, das stimmt auch sogar im Real Life, Leute. Eigenschaft unerschütterlich. Keine Scheu vor Konfrontationen und physischen Gefahren. Das stimmt bei mir nicht persönlich. Also zumindest physische Konfrontationen, da habe ich nicht so Bock drauf. Spielstil, Blitzreflexe, schließt Quicktime-Events schnell und präzise ab. Ja, das ist ja auch sehr schwer, die Quicktime-Events hier, ne? Mit Mäuschen drücken, wischen, wischen, kreisen, kreisen. Also wenn ich die nicht hätte... Oh, nee, ich sag's besser nicht. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich sag's besser nicht. So nach dem Motto, ja, wenn ich die nicht schaffe, ne? Aber na gut. Das sagen deine Entscheidungen über deine Interaktionsart... und deine Interaktionsart über dich aus. Du kannst unter Extras im Hauptmenü deine Auszeichnungen ansehen. Okay, cool. Oh. Mhm. Mit Dale sicher zurück. Vince, Michelle und Zoe bleiben. 19% haben das nur? Community-Entscheidung, 19%? Und von den 19%, die Jim rausgeschickt haben, haben 4% ihm nicht vergeben? Oh. Oh. Mhm. Also ich gehe ein bisschen gegen die Entscheidungen, ne? Obwohl hier mit Dale sind, ist die Mehrheit sicher zurück. Aber guck mal, guck mal. Wir hätten vielleicht auch, dass Dale stirbt oder wir angeschossen werden. Hm. Oh, die extra Bäume hier, die machen schon irgendwie Bock auf mehr, ne? Ah, ich habe Jay vor den Cops gewarnt. Na, gut, gut. Und Cops stürmten das Motel. Entschieden, nicht wegzurennen. Hm. Aber Leute, was das Wichtigste ist, Zeus lebt. Der Hund. So. Enter. Enter. Ah. Und wir sind im nächsten Kapitel. Das sehe ich ja jetzt erst. Der Jay hat ja so ein kleines billiges Kinnbärtchen. Der heißt doch Jay, oder? Eieiei. Und ich hoffe weiterhin, dieses Lied hat kein Copyright da. La la la. Hier tippen. Zum Beginnen. Dieses Kapitel enthält explizite bildliche Darstellungen von Selbstmord.
die manche Spieler verstörend finden können. Spieler sind dazu aufgefordert, das Spiel nach eigenem Ermessen fortzusetzen. Du hast auch die Möglichkeit, diese Szenen komplett zu überspringen, wobei ein positiver Ausgang voreingestellt ist. Hä? Ach so, echt? Okay. Okay. Ach, es ist halt krass, dass, ich finde das halt krass, dass heutzutage vor allem irgendwie so eine Triggerwarnung steht. Ne? Also, denkt euch das mal vor, weiß nicht, 20 Jahren, die Spiele. Hat mich in GTA irgendwer, vorher explizit gewarnt, dass jetzt eventuell Leute zu Schaden kommen, wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre? Nee, aber, ach, ich weiß nicht. Ich frag mich dann immer, ja, das Spiel enthält so eine Szene und alles gut, aber Leute, die so traumatisiert sind von irgendwelchen Ereignissen, spielen die denn dann so eine Spiele? Also, ist das überhaupt notwendig? Aber gut, ich möchte niemandem irgendwas absprechen. Ich habe ja auch keine Ahnung, quasi jetzt, was jeder Einzelne macht. Das, jede Person ist unterschiedlich. Der Mensch ist ein komplexes Wesen, vor allen Dingen von der Psyche her. Aber ich finde es halt irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen unnötig, dass das so, dass da nochmal so eine Warnung kommt. Aber gut, meine Meinung ist nicht so wichtig. Es ist ja okay, dass es das gibt. Wäre ich jetzt traumatisiert von irgendwelchen Sachen vorher, dann hätte ich das... Gott, ich wollte gerade Nein überspringen antippen. Bin ich bescheuert? Natürlich spielen wir die. Also Leute, wenn ihr irgendwelche Probleme mit Szenen habt, 98 Desert Dream Motel Resort. Stimmt, das ist im 98 spielt das. Also wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt, Leute, dann... Weiß nicht, schaut dann nicht hin bei den Szenen, weil ich werde vorher nicht nochmal eine Triggerwarnung geben. Weil ich weiß ja auch nicht, was kommt. Aber wir merken ja, wenn es um irgendwie um Selbstmord geht. Was für ein schwarzes Buch! Er wollte dich nur verunsichern, Dale, damit sie zum Schuss kommen. Herrgott, nochmal! Ich hätte mir fast in die Hose geschissen! Ich weiß, das war knapp, aber vergiss das jetzt. Ich bin nicht müde. Halt die Klappe, Zoe, und schlaf! In ihrem Alter wusste ich nicht mal, wie sich ein Schuss anhört. Jetzt wird sie das Geräusch nie vergessen. Ich weiß. Ich kann nicht mal... Sie ist 6, Vince. 6! Ja, was soll ich denn da jetzt machen? 10 Jahre arbeite ich hier unter 3 Managern. Und das Schlimmste, was je passiert ist, war eine Klapperschlange im Klo. Atme durch, reiß dich zusammen. Also die Situation ist wohl in alle Richtungen hin etwas angespannt. Hast du mein Buch schon gefunden? Schon gesehen? Werde ich? Nein, Arschloch. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Werde ich. Mache es, hätt's nicht. Hör zu. Dein Dad hat einen CT-Scan bekommen. Das wird wieder. Aber ich brauche das Buch. Jetzt. Hey. Oh. Was machst du da drüben? Lass den Kerl in Ruhe. Er hat mir das Leben gerettet. Das stimmt. Er hat uns einmal geholfen. Heißt nicht, dass er es nochmal tut. Hallo, ich habe eure Pizza reingetragen. Ich sage nicht, dass wir aufgeben sollen. Aber was sollen wir jetzt machen? Kein Heli. Dem Schwein Romero ist es egal, ob wir leben oder sterben. Ich weiß es nicht mehr. Ach, zum Glück bin ich wendig wie eine Klapperschlange im Klo. Ziel nicht mit dem Ding auf mich. Hm? Ma'am, das ist eine laufende Operation. Och. Sheriff? Soll ich sie festnehmen? Sharon? Sharon, du kannst nicht einfach... Was zum Teufel machst du hier? Es ist Mark. Nein! Nein, jetzt kommt die Mutti? Nein! Bante, bitte. Meine Jungs sind da drin. Oh mein. Sie würden mich nicht ausrauben, ohne dass du es weißt. Oh mein Gott. Trotzdem, wenn sie raus sollen, lässt du mich Junge, rein. Junge, jetzt kommt Mutti! Achtung, bereit halten. Es gibt ein Problem. Verzeihung, Deputy. Sheriff? Mutti kommt. Sharon, lass mich das nicht bereuen. Oh mein Gott, das ist ja so gut. Verdammte Scheiße. Das wird ja mal geiler. Mach auf, bevor er seine Meinung ändert, okay? Hi, Mom. Ma, was machst du hier?
Und gleich Kopfschuss. Ich hab's im Griff. Alter. Vor allen Dingen. Junge, das war ja mit der Rückhand. Mutti kommt drin und gleich mit der Rückhand. Jetzt hättest du mit derselben Hand gleich noch nach vorne lang und dem anderen, der hier im Vordergrund steht, dem auch gleich eine. Das hast du nicht. Ach, ist das schön. Hey, Mama. Hallo, meine Süßen. Ach, das sind, oh, guck mal, das sind die beiden, der Mittlere und der Kleine, die haben noch Welpenschutz. Aber der Große, der kriegt gleich eine geklatscht. Ach, Mutter, dann dreht durch hier. Oh. Oder greift durch. Sharon, ich hoffe, du willst deinen Jungs die Leviten lesen. Seid ihr zwei Freunde oder was? Lange Geschichte. Joyce heißt sie, okay. Schön, dass sich auch alle und kennen. Und wie konnte die ganze Sache so verdammt aus dem Ruder laufen? Romero war's. Er will reinkommen, wir wollen einen Helikopter, er lockt uns raus, schießt auf Dale. Ich schwöre, ich könnte diesen Mistkerl umbringen. Hast du was zu sagen? Nein. Komm schon. Wie haben euch meine Jungs behandelt? Sie sind außer Kontrolle geraten. Machst du Witze? Keine Beschwerden. Wir haben keine Pizza bekommen. Sie haben mich und meine Familie als Geisel genommen. Meine Tochter traumatisiert. Also nicht so gut. Du weißt, dass das nicht der Plan war, ja? Ja, das hörte ich. Wie heißt du? Vince. Er ist ein Familienvater. Er hat direkt Probleme gemacht. Hält nie die Klappe. Er hat deinen Bruder gerettet. Familienvater, ja? Verstehe. Mhm. Da sitzen du sie. Du hältst meine Jungs sicher für Monster. Aber sie handeln aus Verzweiflung. Sie haben Angst, genau wie du, genau wie ich. Ich sag dir was. Du hilfst meiner Familie und ich helfe deiner. Abgemacht? Oh, das klingt so wie so ein Mafia-Clan. Wir müssen die Familien vereinen. Oder so ähnlich. Ah, die Alte ist irgendwie komisch. Ich wette, ich muss mich jetzt entscheiden, oder? Oh nein, ein Scheideweg. Oh nein. Oh nein. Wegen Pager waren oder sie nicht waren. Aber ich bin doch ein Doppelagent. Ach Leute, ich will es nicht. Ich will es nicht. Wir müssen ja nicht jeder hergelaufene Dorfmutti gleich. Tyler, wir müssen uns unterhalten. Dieser Idiot Dante glaubt, ich helfe ihm. Dale, Jay, keine Sorge. Ich hole euch da raus. Danke, Mama. Man darf ja auch neben dem Ganzen, sorry, dass ich immer pausiere und dazwischen quatsche, aber ihr kennt das ja. Man darf ja auch bei dem Ganzen nicht vergessen, die haben einen Menschen erschossen, ne? Den Polizisten am Anfang. Also, Das sind eiskalte Killer. Ich hab den Danger gesehen. Wo kommt der her? Aber er steckt sich schnell dahinter. Oh Gott. Nichts ist gut gegangen, Mann. Ist das eine gute Idee? Nein. Ich vertraue dem Sheriff. Wir wollten uns hier verstecken, bis Romero die Puste ausgeht. Ich bin hier gerade am Improvisieren. Jeder wurde der Stadt hinter uns her. Also wenn du eine bessere Idee hast. Klappe halten und nichts tun, hätte ich für eine ganz gute Idee. Ja. Ich habe mein ganzes Leben schon die Klappe gehalten und nichts getan. Ich hab einen verlangt, um uns raus... Daddy? Hey, Spatz. Versuch zu schlafen. Ja, ne, sei ruhig. Daddy, du siehst ängstlich aus. Ach, Quatsch. Echt? So fühle ich mich gar nicht. Und wie fühlst du dich? Beschissen. Bin froh, dich zu haben, vor allem müde, bereit zum Handeln. Bin froh, dich zu haben. Eher wie das Gegenteil. Ich fühle mich sicher bei dir. Okay, dann beschütze ich dich weiter. Wir führen jetzt nur noch Gespräche mit unserer Tochter, so nach dem Motto, das ist bestimmt das letzte Gespräch, was wir mit ihr führen. Ach, ist das böse. Dante, hier Sharon. Hallo. Ach, verdammt nochmal, hör jetzt zu. Vergiss den Hubschrauber. Oh nein. Wir wollen einen Schulbus. Groß genug für uns und die Geisel. Warte, wir nehmen sie mit? So sind wir sicherer. Ja, das hab ich gesagt. Warum bist du auch so gutgläubig?
Stopp. Pass auf. Wenn das bis zum Morgen dauert, kommt die Bundespolizei, vielleicht das FBI. Und wir beide wissen ganz genau, dass du die wirklich nicht... Damit kann ich leben. Ruf an, wenn alles da ist. Okay, der Sheriff will also nicht, dass die Bundespolizei kommt. Oder das FBI. Ich muss aufs Klo. Dachte, du willst dabei Wache halten. Oder so. Du zuerst. Warum hat denn der jetzt dieses Vogelbuch so angeguckt in der Arschtasche von dem Jay? Was ist denn damit? Denkt der, das ist das schwarze Buch? Könnte ja sein. Dass das nur einen anderen Umschlag hat. Also, Jay, wofür steht das überhaupt? John? Jeremy? Ah, okay. Das erklärt sich daraus, dass das J auf Englisch J heißt, also J auch nur ein Buchstabe ist und er für vieles stehen kann, falls sich Leute fragen, warum er ihm diese sinnlose Frage stellt. Für nichts. Das ist ja, aber er heißt halt wirklich J. Na los, ich warte hier. Gibt's auch eine schöne Folge von den Simpsons. Homer heißt ja Homer J. Simpson. Und der hat sich ja auch immer gefragt, wofür das J in seinem Namen steht. Und rauskam dann hinterher, es steht für J. Ja. Dein Buch. Kann ich es sehen? Die Vögel von Arizona. Von Dante erzählen Lockerverhalten. Oh, Pfeffer sind immer ganz unschuldig. Ich liebe Vögel. Vor allem die tropischen. Weißt du... Wie den Schwirrflügler. Es gibt gar keinen Schwirrflügler. Ah, hier, ich zeig ihn dir. Ah, es ist irgendeine Art Versteck. Wo hast du das her? Es gehörte dem Sheriff. Ich dachte... Irgendwas war da drin. Vielleicht hast du es verloren. Ich weiß nicht. Vielleicht im Truck? Ich muss es Tyler sagen. Nein, warte. Mach das nicht. Warum nicht? Komm, wir manipulieren Jay. Jetzt werden alle gegeneinander aufgehetzt. Er wird dir die Schuld geben. Du hast gesehen, wie sauer der Sheriff ist. Was, wenn es um dieses Buch geht? Ich bin nicht schuld. Tyler und Ma haben das alles geplant. Oh. Behalten wir das für uns. Wir gehen zum Truck, finden, was da drin war, und niemand erfährt was. Bitte. Wenn wir rausgehen und du irgendwas versuchst... Werde ich nicht. Ich schwör's. Wir gehen zum Truck und sind gleich wieder da. Na schön. Oh mein Gott, er macht das wirklich. Du tust das Richtige, Jay. Auch für deine Familie. Aber wenn ich das Buch schon gesehen, so ein schwarzes? War das nicht in der Tasche drin oder so? Ich hab keine Ahnung. Eine Woche zuvor, Tour County. Ja, das sieht ja richtig schön einladend aus da. Oh, wohnen die da? Hoffentlich auch ist auf diesem Song kein Copyright. Yeah! Oh shit, kein Copyright auf Songs. Oh, ein Häschen! Endlich! Oh, das sind so richtige Rednecks, der oder? Ist zurück. So ein bisschen so dieses... Ein paar Kaninchen gefangen. Wir gehen ja, jagen so. Und... Ihr habt mal versprochen, wir machen das Dach, sonst übersteht es keinen Sturm mehr. Ja, ja, ihr Leute. Hier. Mach dich nützlich. Oh, das heißt, gleich kommen wieder Quicktime-Events, Leute. Hau dir nicht auf die Hand. Wir haben die meisten ersetzt. Du musst mir neue zuschneiden. Meinst du schaffst das? Hab ich schon mal gemacht. Ah. Kiefer. Leicht zu sägen und leicht zu vermasseln. Also pass auf. Oh Gott, ich werde dich vermasseln. Ach ich. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Brüderchen, weißt du, was wir aus dem Holz machen? Hm.
Vor allen Dingen, was wir aus dem Holz machen. Und er sagt, Brüderchen, was für ein Holz hast du da? Na, hat er doch gerade gesagt, weich, oder? Leicht zu schneiden, hat er doch gesagt. Ich dachte, Dielen. Was? Dielen hast du gesagt? Ja, glaub schon. Hörst du das, Tyler? Er ist ein Dealer. Was? Bist voll darauf reingefallen. Ah, schau ihn dir an. Okay. Okay, Leute, da war gerade die Übersetzung völlig für den Arsch. Okay, lachend abtun, auch einen Streich spielen, sie beleidigen, auch einen Streich spielen. Fast vergessen. Hab was für dich. Ja? Oh, hätte ich wissen müssen. Ich hab ihm das beigebracht. Ach, Brüder. Hey, wollen wir uns zudröhnen? What the fuck? Nee, muss noch was ausladen. Was ist das? Lösungsmittel? Nein, nein, nein. Am Ende wirst du noch blind von. Sicher? Hast du auch nichts hingekriegt. Das ist Lösungsmittel, oder? Oder was ist das? Ah, der fällt ja jetzt vom Dach. Oh. Ja. Nicht loslassen! Nicht loslassen! Das ist natürlich auch sehr schlau, dass derjenige, der auf dem Dach ist, sich so eine Scheiße reindrückt. Aber es ist ja leider gar nicht so spannend, weil wir wissen ja, dass ihm nichts passiert, wenn das eine Woche vorher ist. Hahaha, wir lachen alle. Komm mit Zombies? Es hat gerade so eine schöne The Walking Dead-Atmosphäre. Na, sieh mal an. Hoffe ich. Verderbe euch nicht den Spaß. Ist das Daddy? Pa. Oh, Tatsache. Eine Umarmung für deinen alten Herrn? Ah, fuck. Die Party ist vorbei. Hey, Jungs. Ihr seid wohl mit dem Dach fertig. Ja, ja. Wenn ihr hier wie ein paar Mädchen rumkichert. Siehst du doch. Wir kommen gut voran. Was? Das hast du gemacht? Verantwortung übernehmen, nichts sagen. Henne, was meint er denn mit das hast du gemacht? Na, die Streben, die da alle schon sind, haben die Jungs das gemacht oder Verantwortung übernehmen? Keine Ahnung. Nein, ich war das. Nun, du bist zwar nicht das hellste Licht im Hafen, aber du bist besser als deine Brüder. Moment mal, das ist jetzt gelogen. Und schneller auch noch. Das war doch jetzt gelogen. Hättest du uns geholfen, wären wir auch früher fertig. Ich hatte in der Stadt zu tun. Oh, gibt's gleich noch eine Rückhand? Und wie viel hast du diesmal verloren? Komm schon, Jay. Bist nicht zu alt für Prügel, Tyler. Oh, gleich gibt's noch eine Rückhand. Ich spür das. Verpiss dich und lass ihn in Ruhe. Tu dir einen Gefallen, Junge, und halt dich raus. Immer wenn mein Papi seine Uhr abnahm, war es Zeit für eine unvergessliche Tracht Prügel. Alter. Okay, Leute, ich glaube, es kommt gleich zu Gewalt. Halt das. Triggerwarnung. Tja. Schade, ne? Oh. Ui. Ui. Guter Schlag. Der sieht ein bisschen aus wie Shelby, oder? Worum um alles in der Welt streitet ihr euch diesmal? Nichts. Ich beglückwünsche die Jungs nur zu der guten Arbeit. Hab dich nicht zurückkommen hören. Wieso? Wolltest du den roten Teppich ausrollen? Damit du darauf herumtrampeln kannst? Deinen Scheiß aufzuräumen ist das Letzte, was ich brauche. Also, will mir jetzt mal jemand verraten, was hier eigentlich los ist? Und jetzt wird gepetzt. Ja! Jay? Wir petzen, wir petzen, wir petzen. Pa meinte, das mit dem Dach dauert zu lang. Dann wurde es hässlich. Ja. Wann werdet ihr alle mal erwachsen? Ich hab nicht genug für fünf gekocht. Willst du was essen? Mach's dir selber. Nein, danke. Hab keinen Hunger mehr. Jay, bring diese Hasen rein. Ich häute sie später. Wir kommen gleich nach. Ich mach uns kalte Getränke.
Aber wenigstens gibt's was zu essen, ne? So eine Rabenmutter ist sie dann doch nicht. Ha, so ihr Lieben. Ich beende hier aber den Part. Wir sind bei einer halben Stunde angelangt. Das soll erstmal reichen. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dieser wunderschönen Geiselnahme und allem drum und dran wie ich. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!